Ja, mein Name ist Peter Richter, ich bin Auszubildender im Unternehmen Kaisers Tengelmann und mache eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel. Hallo, mein Name ist Caroline Rauch, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Berlin. Also ich lerne den Ausbildungsberuf Fachverkäuferin Lebensmittelhandwerk Fleisch, bin im dritten Lehrjahr. Also mein täglicher Ablauf ist ungefähr so, dass ich für die komplette Planung im Laden zuständig bin. Also es geht darum, einen reibungslosen Verkaufsablauf zu haben, den der Kunde dann haben soll. Und habe mich dafür entschieden, weil der Beruf auch sehr umfangreich ist. Also man macht nicht immer das Gleiche, es ist sehr abwechslungsreich. Man lernt, wie man die Wurst herstellt, die verschiedenen Sorten, Kochwurst, Brühwurst. Und an allererster Linie bedient man natürlich die Kunden, beraten. Ja. Im ersten so plus minus 500 raus und es steigert sich von Jahr zu Jahr so circa um 100 Euro. Dazu gehört Bestellung von Waren, Verräumung von Waren, Abkassieren der Waren und vieles weitere. In dem Unternehmen schon vorher als Aushilfskraft gearbeitet und habe dann gemerkt, dass es was für mich ist und habe dann mich beworben. Ja, ich kann diese Ausbildung schon sehr empfehlen, weil man ständig mit neuen Leuten zu tun hat, einen abwechslungsreichen Job hat und man nicht schlecht verdient.